Was genau das Gift dieser beliebten Gartenpflanze in deinem Körper anrichten kann und wie man eine Vergiftung behandelt, erfährst du in diesem Video. Zu Vergiftungen mit dem Oleander kommt es hauptsächlich bei einem unachtsamen Umgang mit der Pflanze. Zum Beispiel, wenn man mit dem Saft der Pflanze in Verbindung kommt und diesen versehentlich über Lebensmittel verteilt. Was passiert, wenn man die Pflanze isst? Typische Symptome, die durch die Vergiftung entstehen, sind Erbrechen und Benommenheit. Außerdem kann es zu heftigen Bauchschmerzen und blutigen Durchfall kommen. Auf der Haut kann der Saft der Pflanze Hautreizungen verursachen, wenn er nicht abgewaschen wird. Die wohl gefährlichsten Symptome, die das Gift des Oleanders auslösen kann, sind allerdings Herzrhythmusstörungen und im schlimmsten Fall der Tod durch Herzstillstand. Welche Toxine beinhaltet die Pflanze? Sehr viele. Aber die beiden wichtigsten Komponenten sind Conesin und Oleandrin. Beide üben eine starke Wirkung auf die Aktivität des Herzens aus. Die Muskelkontraktionen im Herz werden durch die Wirkung der Herzglykoside des Oleanders verstärkt. Man bezeichnet dies in der Fachsprache als eine positiv-inotrope Wirkung. Zudem wird die Herzfrequenz deutlich verlangsamt. Dies bezeichnet man als eine negativ-chronotrope Wirkung. Wie behandelt man eine Vergiftung? Eine Vergiftung wird im Krankenhaus behandelt, indem man das Herz-Kreislauf-System des Patienten unterstützt. Bei schweren Vergiftungen kann man dem Patienten Atropin verabreichen. Kleiner Funfact nebenbei: Atropin ist eine der Hauptkomponenten der ebenfalls potenziell tödlich giftigen Tollkirsche. Weil Atropin im Prinzip das Gegenteil von Oleandrin bewirkt, kann es als Gegengift bei einer Oleandervergiftung eingesetzt werden. Außerdem kann man das Herz-Kreislauf-System vorübergehend auch mit einem Schrittmacher unterstützen. Wenn ihr mehr über die giftige Tollkirsche lernen wollt, schaut euch gerne das Video hier im Abspann an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!